Servus zusammen, es ist Freitagnacht, wieder 0 Uhr genau und wir fangen an mit dem Solo-Abenteuer. Der dritte Ring hat aufgemacht, wir schauen uns wieder mal im Normalmodus an, was dazugekommen ist. In die Menagerie gehen wir und ich hoffe wirklich, dass es ein bisschen anstrengender ist als das Theater. Es wird langweilig. So, was haben wir? Dekorator bewacht die Menagerie, eine Sammlung der exotischsten Kreaturen Azeroths. Darüber befinden sich die Gemächer des Meisters und das Portal, mit dem wir Medivh retten können. Wird interessant. Oh, ich liebe diesen Panther. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der war saugenial. Den habe ich mir in World of Warcraft immer geholt. Das war auch ein legendäres Wildtier. Er auch? Ich glaube, das waren alle legendäre Wildtiere. Aus den Molochs und der Krabi-Dingens. Keine Ahnung. Schlange, ja. Wir spielen hier am Anfang gegen den Kurator. Der Kurator lässt die Exponate der Menagerie frei. Wir müssen uns zuerst darum kümmern. Alles klar, beim Kurator ist eine Sicherung durchgebrannt. Repariert ihn. Beschützer der Galerie, 0 Mana, passive Heldenfähigkeit. Der Kurator hat Spott. Okay. Ja. Mage, wie immer Mage. Ich habe übrigens einen neuen Parler gebaut. Vitamin C hat. Ein Vitamin C Parler mit. Stone drin, mit Heilung drin. Kann ich mir mal gemixt mal vorstellen. So. Fass die Schaukästen nicht an. Ja. Fass die Schaukästen nicht an, ihr habt es so gewollt. Alles klar. So. Der Kurator hat Sport. Das heißt jetzt was für uns? Das heißt, man kann nur ihn angreifen. Kurator bereit zur Menagerieverwaltung. Ach, diese Stimme vor ihm. Ich glaube, es ist nicht ganz genau so wie. Setze winzige Fischkreaturen frei. Okay. Der Kurator hat eine Fehlfunktion. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er sämtliche Exponate freilässt. What? Okay, das heißt, ich kann also seine Diener nicht angreifen, direkt. Oh, das ist unfair. Panther. What? Der killt alles, das ist unfair. Ich bin noch nicht dazu gekommen, um das auszuprobieren. Die Regeln für die Galerie sind unbedingt einzuhalten. Natürlich, Chef. Der Natürlich. Kurator ist allergisch gegen Wildtiere. What? Ich brauche noch Zauber. Ich will nächste Runde, dass ich diese drei zusammenspielen kann. Nein. Greif mir ins Gesicht. Dankeschön. So, weil ich denke, wir können nur den Sports angreifen, wir können ihn nicht direkt angreifen. Aber wir müssen ihn direkt angreifen, wir können diese Kleine unten nicht angreifen. Was meine ich? So, bitte auf den. Okay, einer ist schon mal weg, das ist ja schon mal gut. Kidding me. Really? Dürfen sich nur in der Menagerie aufhalten. Aber ich bin kein Gast. Oh! Wie lucky! What? Are you fucking kidding me? Da hat der voll Zauber drin. Keine Geschosse. Assistenten werden umprogrammiert. Ja, natürlich. Jetzt bin ich nicht mehr eins. Lass diesen Herzen spüren. What? Okay, so bescheuert. Oh, baby.
Okay, pass auf. So nicht, Kurator, so nicht. What? Der hat alles gehabt. Gewittersturm, Arkane Geschosse, Arkanschlag, paar nervige Diener. Kurator! Sollst du da machen? Pass die Schaukästen nicht an. So, jetzt haben wir aber was. Ja, und natürlich kam der 77er Spot, also nicht Spot-Tank, aber Gottesschild-Tank raus. Natürlich. So, das ist unser. Bereit zur Menagerieverwaltung. Ruhe. Setze winzige Fischkreaturen frei. Ja, einen, aber du hast ja jetzt gerade. Der Kurator hat eine Fehlfunktion. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er sämtliche Exponate freilässt. Kommt jetzt noch was? Weil er eine Coin geworfen hat? Kurator, du hast wirklich eine Fehlfunktion. Seid ihr mein Meister? Du hast wirklich eine Fehlfunktion. Er verstärkt ihn und killt ihn. Hä? Hä? Chatun. Wegen einem Diener, du bist schon wirklich so ein Schabi. Oh, der Gegner hat einen Diener. Mach mal lieber weg. So. Weil da kann immer ein bisschen mehr Verhaltensregeln für die Galerie handhaben, dem Ganzen. Bringt mir Stahl. Bringt mir Stahl. Wow. Schauen wir mal. Ja, ich kann ihn rein theoretisch nicht angreifen. Das geht nicht. Das, ich muss ins Gesicht angreifen. Ist bei dem Deck eigentlich nicht so blöd. Wir haben zweimal den, den 3-2-1er. Ja, oder? 3-2-1er. Der halt schießt, der Keton-Kollege. Wir haben Weihe. Wir können die anderen Diener runtersetzen mit. Mit der Ulderman Madame. Ja, machen wir mal Weihe. Melde mich zum Dienst. Ja, läuft gut. Gäste dürfen sich nur in der Menagerie aufhalten. Ich bin kein Gast. Okay, ich bin ein Ehrengast. Der Kurator ist allergisch gegen Wildtiere. Wow. Wow. Ja, ein bisschen andersrum und dann den weghauen, wäre ein bisschen gescheiter gewesen. Aber ich will ja nichts sagen. Ziehen einfach mal eine Karte. Ich will eine Karte. Haben eine Waffe? Dankeschön. Ins Gesicht! Ist die Cam eigentlich ein bisschen zu hoch? Oder nein? Dämonen haben nicht zu suchen in der Menagerie. Die Dämonen sind los. Aww. Really? Really? Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Gut ist, ich kann ihn angreifen hier, aber warte mal. 4, 8. Ach, die habe ich ja schon gewonnen. Weggehen. Das ist halt das Gute. Das ist halt das so Gute, weil er Tank hat, kann ich ihn auch über den Tank angreifen. Dem her. Tschüssi. Ja, Zobot, der Name sagt schon, in welche Decks das reinkommt. Menagerie-Wächterin will ich eventuell ein Deck davon bauen mit der Druiden. Mit dem Schand. So, Boss Nummer 1 weiter setzt. Boss Nummer 2 schauen wir uns gleich in Anschluss an. Also schaut vorbei, lasst Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis gleich.